Moin, ich bin Torben, ich bin von der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e.V., also ein sehr langer Name. Seit über 30 Jahren, eigentlich fast genau 35 Jahre, engagiert sich die Bürgerinitiative gegen die Atomanlagen in Gorleben und natürlich gegen die Atomkraft weltweit. Unsere Arbeit ist sehr vielschichtig. Wir organisieren Protest, wir publizieren. Ja, also im Prinzip ist es ganz viel Öffentlichkeitsarbeit und ganz viel Protestarbeit. Natürlich im Schwerpunkt zu den Castortransporten. Und ansonsten, wenn keine Castortransporte stattfinden, arbeiten wir zum Thema Gorleben, aber auch zum Gesamtthema Atomkraft. Machen Veranstaltungen, geben Gutachten in Auftrag und publizieren diese auch und versuchen mit der Gorleben-Rundschau, das unser Magazin ist und alle 2 Monate erscheint, im Prinzip auch Basiswissen zu vermitteln. Also ich finde das hier alles total spannend. Wir haben jetzt zum Beispiel in Rotenburg, wo wir das Wort mit den Spielen erinnern, wir haben uns überlegt, dass wir nicht nur gegen die Atomkraft kämpfen wollen, sondern dass Fracking eben genauso gefährlich ist und wir uns das nicht bieten lassen wollen. Und dann haben wir innerhalb der Bürgerinitiative aufgrund eines Vortrags beschlossen, hier eine Anti-Fracking-Gruppe zu gründen. Und haben weit über 2000, also zwischen 2.000 und 3.000 Unterschriften auch gesammelt, Aktionen gemacht und auch während der kulturellen Landpartie hier die Unterschriftenlisten ausgelegt. Und das hat einen sehr guten Anklang gefunden. Und im Augenblick wird jetzt auch nochmal der Film Gasland wird demnächst nochmal gezeigt. Ist ja auch in den Nachbarkreisen, also im Altmarkkreis, ist auch Fracking angesagt und wir sind also wachsam und haben uns auch mit Lüneburgern und mit anderen zusammengeschlossen, um mit denen gemeinsame Aktionen noch gegen Fracking zu machen. Wir sind jetzt in Dannenberg am Verladekran. Das ist die Stelle, wo die Castor-Behälter von der Schiene auf Lastwagen umgeladen werden. Und von da an fahren die dann, und das werdet ihr jetzt auch entlang fahren, auf Transportern bis zu dem sogenannten Zwischenlager. Die Geschichte des Widerstandes ist sehr lang, die ist über 30 Jahre lang, aber die werde ich nicht alle erzählen. Und der Widerstand, Besondere an dem Widerstand ist, dass er schon so lange andauern konnte, hatte auch Höhen und Tiefen. Und wir haben das eben schon erzählt. Ich denke, dass die Mischung zwischen politischem Bewusstsein und auch Leuten, also die sich in aktiven Gedanken bewegen und Leuten, die vor Ort wohnen und empört sind, dass da eine Verbindung hergestellt sein muss, dass die einen den anderen Mut machen und die anderen vor Ort einfach diesen Durchhaltewillen behalten. Also wir haben auch sehr viele Rückschläge gehabt, aber es ist immer, die Bauern haben ein Symbol und das ist ein Storch, der einen Frosch verschlucken möchte und der Frosch hält dem Storch den Hals zu. Und darunter steht niemals aufgeben. Das ist, denke ich, auch eins von dem, dass man immer noch dran glaubt, man schafft was gibt nicht so schnell auf. Und ich bin einfach seit 30 Jahren auch dabei, in den verschiedensten Formen. Jetzt bin ich heute hier, eine Gruppe, die sich gebildet hat vor 10 Jahren, die heißt Widersetzen. Da versuchen wir, kleine Straßenblockaden oder Schienenblockaden zu organisieren für Leute, die dazukommen. Aber sozusagen nur im Sitzen. Und dann mache ich auch noch ein Camp in Hitzacker seit 10 Jahren mit anderen zusammen. Was ich denke, dass es auch wichtig ist, dass es Orte gibt, wo Leute, die neu dazukommen und gerne die Sache unterstützen wollen, dass sie irgendwo Essen, Trinken, Schlafen kriegen. Also, ich bin Gisela Webs,
komme aus Quickborn, direkt an der Strecke. Wir haben da einen Milchviehbetrieb und wir sind in der bäuerlichen Notgemeinschaft organisiert, die gegen die Atomanlagen hier vor Ort in Gorleben demonstriert und gegen sämtliche AKWs eigentlich, die bundesweit oder aber auch noch europaweit als Zeichen eigentlich abgeschafft werden sollten. Ich bin jetzt in der Lausitz verbandelt, wo gerade so der Anfang einer neuen Bewegung des Widerstandes ist, wo jetzt auch Stadtaktivisten aufs Land kommen, wo es ganz große Konflikte natürlich gibt. Die Vorurteile der Landbevölkerung, die Vorurteile der Stadtaktivisten. Ja. Da sehe ich große Parallelen. Vielleicht magst du auch ganz kurz von euren Anfängen erzählen, wie das zusammengekommen ist. Ja, also unsere Anfänge waren ähnlich so. Wir haben auch eigentlich zu Anfang gelernt von den Künstlern, die hier irgendwann mal in den Landkreis gekommen sind, die dann wirklich zu uns gesagt haben, wisst ihr eigentlich, was die zu euch hierher bringen wollen? Und das ist doch euer Land und eure Zukunft, eure landwirtschaftlichen Produkte. Wenn die atomar verseucht sind, macht euch mal einen Kopf. Und das haben wir dann irgendwann auch getan. Aber es waren zu Anfang sehr wenige und es waren auch enorme Schwierigkeiten, das hier in der Bevölkerung so durchzusetzen. Sprich, was heißt überhaupt demonstrieren? Wie demonstriert man? Ist man dann noch ein ordentlicher Mensch oder geht das gegen den Staat? Also es hat da auch sehr viele Gewissenskonflikte gegeben in den Dörfern zwischen alt und jung, zwischen Aktivisten, aber auch zwischen Demonstranten, die dann hierher gekommen sind. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass man wirklich den Weg gefunden hat, wie man zusammen eine Demo macht. Die Höfe werden geöffnet, wir nehmen Demonstranten auf und freuen uns sehr, dass man das zusammen so toll hinbekommt. Und wir haben voneinander unheimlich viel gelernt. Also, denn dieses Fachwissen, was einige Demonstranten haben um die Sache, das haben wir ja alles hier nicht gehabt. Wir waren Landwirte, wir haben unsere Arbeit gemacht. Aber dieser Widerstand wäre ja nicht so erfolgreich, wenn dieses Fachwissen der Leute, die sich mit dem Thema so beschäftigen, nicht vorhanden wäre. Denn nur demonstrieren, dann hätten wir es niemals 30 Jahre geschafft, dieses durchzuhalten. Und vom Demonstrieren heraus haben wir auch versucht aufzuzeigen, wie man anders Strom produzieren kann, wie man anders leben kann. Die Nachhaltigkeit ist ja heute ein großes Schlagwort, einmal im Strom, aber auch in der Ernährung. Und all diese Sachen gehören mittlerweile bei uns auch dazu. Ihr habt vielständige, kreative Widerstandsformen im Laufe eurer Geschichte entwickelt. Wir stehen hier auch an einem Platz, der auch mit eurer Geschichte zu tun hat. Vielleicht magst du kurz so die Highlights aus deiner Sicht erzählen. Die Highlights? Das sind natürlich für die Landwirte immer die Trecker-Demos. Das wird an einem Tag dann genehmigt, mehr eigentlich nicht mehr, weil man mit dem Trecker eigentlich bestrebt ist, auf die Strecke raufzufahren und den Castortransport zu blockieren. Aber ganz kann man uns das nicht nehmen und dann ist es also genehmigt an einem bestimmten Tag. Und dann sind auf diesen beiden Transportstrecken eben 500 Trecker, obwohl wir hier im Landkreis nur 400 Betriebe haben. Das ist also für uns auf jeden Fall das Highlight. Und die andere Planung findet im Verborgenen statt. Und ich möchte mal sagen, das ist genauso erfolgreich. All die ganz kleinen Aktionen beim letzten Transport, fällt mir gerade so ein, hat es über 1500 Blockaden auf Nebenstraßen, auf Straßen, von einer abgestellten Hänger, von einem Trecker oder ein Fuder Sand oder ein Fuder Mist gegeben. Also das ist eine enorme Leistung, was hier vollbracht wird und wir haben wirklich einen Widerstand aus der Erde gestampft, den der Staat mittlerweile sehr ernst nimmt. Das soll den Deutschen Bundestag symbolisieren. Von der anderen Seite sind auch Namensschilder drauf, da ist jeder halt aufgeführt und das hat ein Künstler gemacht. Der Name fällt mir im Moment auch nicht ein, ist ja auch egal. Aber der wollte damit symbolisieren, wenn hier oder sonst wo an den Atomanlagen mal etwas passiert, dann wäre es in Deutschland bei dem,
bei der dichten Besiedlung eine Katastrophe, wo auch auf dem Schlag alle Leute tot sein könnten. Und dann haben wir hier so ein Ehrenmal geschaffen, damit unsere Regierenden dann noch würdevoll bestattet sind und für die Nachwelt dann noch zu erkennen sind, weil wir ja dann keine Zeit mehr haben, sie ehrenvoll zu beerdigen. Und bei jedem Castortransport wird hier ein Kranz niedergelegt. Und wir bedanken uns immer für das Vertrauen, das die Regierung uns schenkt in Sachen der Atompolitik. Ja, mein Name ist Matthias Wiedenlübbert. Ich stehe hier für x-tausendmal quer. X-tausendmal quer organisiert immer, wenn der Castor kommt, eine große gewaltfreie Sitzblockade. Gewaltfreie Aktion als Akt des zivilen Ungehorsams bedeutet für uns einen bewussten Regelübertritt, den wir ankündigen und uns auch bewusst sind, dass es theoretisch Konsequenzen haben kann. Im Rahmen unserer gewaltfreien Aktion kritisieren wir zwar die Rolle des Gegenübers, also in der Regel haben wir den Kontakt mit der Polizei, wir versuchen aber schon, die Menschen dahinter, hinter der Uniform zu respektieren. Für uns sind die Beamten, die dort stehen, keine Bullen, sondern Polizisten. Wir versuchen mit denen auf einer menschlichen Art zu kommunizieren, in der Hoffnung, dass uns ähnlich menschlich trotz polizeilicher Gewalt, die ausgeübt wird, entgegengekommen wird. Gewaltfreiheit heißt für uns auch, gewaltfrei gegen uns selbst zu sein. Das heißt, wenn wir in die Aktion gehen, dann ist auch klar, dass jeder einzelne Aktivist, jede einzelne Aktivistin zu jedem Zeitpunkt die Aktion abbrechen kann für sich. Damit das gut funktioniert, motivieren wir die Bezugsgruppen, sich vorher darüber Gedanken zu machen, wie sie mit so einer Situation umgehen wollen, wie weit jeder Einzelne überhaupt in der Aktion gehen möchte und wie dann damit verfahren werden soll, wenn einer die Aktion abbrechen möchte. Das kann zum Beispiel heißen, dass man die Menschen aus der Aktion heraus begleitet. Also einer möchte gehen und zwei begleiten ihn hinaus und die anderen beiden versuchen dann wieder zurück in die Aktion zu kommen, sodass jeder zu jeder Zeit selbstbestimmt und aktiv und wissend an der Aktion teilnehmen kann. Wissend ist auch wichtig. Wir organisieren uns in Bezugsgruppen und im Sprecherinnenrat. Unsere Entscheidungsfindung ist immer nach dem Konsensprinzip und nicht nach dem Mehrheitsprinzip. Das heißt, wir versuchen, Situationen zu ermöglichen, in der es keine Gruppe gibt, die stinkig ist wegen einer Entscheidung und dann zum Beispiel aufsteht und geht. Das könnte im Mehrheitsprinzip bei den Mehrheitsentscheidungen passieren, sondern bei uns wird so lange diskutiert und kommuniziert, bis eine für alle tragbare Entscheidung gefunden wurde. Das kann zum Beispiel auch heißen, dass eine Gruppe sagt, sie steht daneben. Wir nehmen nicht an der Aktion teil, die jetzt stattfindet, aber wir lassen euch gewähren, aber wir machen nicht mit. Was bei uns anders ist als bei vielen anderen Gruppen, wir suchen schon im Vorfeld den Kontakt mit der Polizei, weil wir davon ausgehen, dass eine Kommunikation mit der Polizei Missverständnisse verhindert und damit die Eskalationsschraube eventuell nicht so hochgeschraubt wird, wie sie vielleicht ohne Kommunikation hochgeschraubt werden könnte. Mit den anderen Widerstandsgruppen oder auch Protestgruppen kommunizieren wir und eigentlich ist es hier guter Konsens im Wendland, jedem seine Aktionsform zu lassen und zu respektieren, dass jeder seine eigene Aktionsform hat. Das führt auch dazu, dass wir uns von Presse und Polizei
nicht auseinanderdividieren lassen dahingehend, dass wir uns gegenseitig öffentlich bewerten oder kommentieren. Also wir können eigentlich nur für uns reden, wir können nicht für andere Menschen reden, die sich andere Gedanken machen und andere Aktionsformen wählen. Hallo, ich bin Claudia Schwarz. Ihr seid hier in Wustrow, genauer in der Kurve Wustrow, was eine Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion ist. Das heißt, also wir sind vor 30 Jahren haben wir uns gegründet im Bezug auf Bohrleben und den Widerstand gegen die Atomindustrie, um den Widerstand ein bisschen zu vernetzen und zu empowern. Also wir sind halt diese bieten Trainings für gewaltfreie Aktionen an und sehen uns da als Trainingsstätte eben für diese Energiekämpfe an. Und deswegen freuen wir uns, dass die Reclaim Power Tour auch zu uns geworden ist.